der älteste Teilnehmer, der war 78 Jahre alt. Yvon Séchet aus der Vendée hat da teilgenommen. Und es ist ja nicht nur die Etappe der Tour, die auf diesen Straßen ausgetragen wird. Es gibt sehr, sehr viele Radorganisationen während der Tour de France oder vor oder nachher. Zum Beispiel Peter Eitzinger aus der Schweiz, der veranstaltet immer wieder solche Radfernfahrten. Und vor wenigen Wochen war da auch wieder eine Gruppe unterwegs, von denen ich Grüße erhalten habe. Und die Grüße gehen zurück in die Schweiz. Schon erstaunlich. Ja, auch wir hatten am letzten Montag, war das, glaube ich, die Möglichkeit mit einem